À partir du moment où à l'extérieur de la centrale... Zurzeit herrsche am Kraftwerk eine Strahlung, die 4 Millionen Mal höher sei als die natürliche Strahlung, sagt der Leiter der Einrichtung. Nach nur wenigen Stunden in dieser Strahlung könnten Menschen innerhalb kurzer Zeit sterben. Die Lage sei ernst. Man könne durchaus von einer Katastrophe sprechen, angesichts der Anzahl von Reaktoren, die undicht seien und radioaktive Substanzen in die Umwelt freisetzten. Um die Lage mit der in Tschernobyl zu vergleichen, sei es aber jetzt zu früh. Zurzeit habe das noch keinen Sinn. Jetzt unbedingt so weit wie möglich von den verstrahlten Gebieten ferngehalten werden. Sie müssten in ihren Häusern bleiben oder einen Atemschutz tragen, um möglichst wenig verstrahlte Luft einzuatmen. Auch Jodtabletten könnten sinnvoll sein, um die Strahlungsgefahr für die Schilddrüse zu senken.